Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Crew. Und in dieser Folge zeige ich euch vom letzten Update, genauer gesagt vom 20. Januar, gab es nämlich ein nettes Update, wo jeder, der die normale Standard Edition hat und natürlich auch die den Season Pass haben, gab es 5 neue Specs für 5 verschiedene Fahrzeuge. Ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5 tatsächlich. Das wäre nämlich der Ford Focus, der Mini Cooper, der Hammer, der Dodge und der Silverado. Also die folgenden Fahrzeuge haben Specs dazu gekriegt. Und in dieser Folge zeige ich euch den Ford Focus RS. Wie gesagt, in der Rally Edition. Ja, da hat er, bis auf Rennspec, hat er fast alles da. Und ich wollte euch ja eigentlich auch das Tuning unter anderem auch auch zeigen und so weiter, aber irgendwie stürzt das Spiel beim Tunen ab. Immer in der Rallye-Ausstattung, finde ich ein bisschen scheiße. Deswegen habe ich jetzt nur die Felgen ausgesucht, ne? Es wurde gewünscht, dass ich das mitzeige in den Folgen, wenn ich ein Auto präsentiere. Und dann habe ich gedacht, komm, mach's jetzt einfach mal. Wenn es gut ankommt, dann werde ich das so beibehalten. Ich brauche auch nicht so lange zum Tunen. Ich habe ja ungefähr so meine Vorstellung. Ja, Performance-Teile habe ich leider nicht. 1299, das dauert mir so ein bisschen zu lange und ist auch im Rallye nicht so ausschlaggebend. Hab alles mindestens auf 49 und die Boni sind dann so ein bisschen durcheinander. Aber sonst würde ich auf Tempo gehen, komplett. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, also wie gesagt, 1287 erreiche ich, ist nicht so schlecht. Und ja, ich habe mir gedacht, felgentechnisch, standardmäßig sind das die hier. Ich zeige euch die mal. Nee, scheiße. Warte mal. Offiziell. So, das sind die Dinger, die normalerweise drinne sind. Glaube ich zumindest. Nee, scheiße, gar nicht wahr. Ich erzähle euch hier eine Kacke. Ja, ich glaube, das sind die hier oder so ähnlich. Also, ja, ich glaube, das sind sogar die, so ganz billige. Und ich habe natürlich mal ein bisschen, ne, in die Tasche gegriffen und mal die hier geholt. Die sehen eigentlich ganz nett aus. Hauptfarbe habe ich mir gedacht, bleibt mal bei weiß. Ah, Kennzeichen natürlich erstmal ändern. In Progress, selbstverständlich. Innenausstattung, ja, bin ich auf Carbon umgestiegen. Es sieht da total fett aus. Ja, was gibt's noch? Ja, natürlich, die Aufkleber. Da will ich die natürlich, ich glaube, habe ich eben gerade erwähnt, den Trailer-Look haben. So, jetzt habe ich's. Das ist nämlich der hier. Sieht jetzt vielleicht nicht so berauschend aus, aber sieht irgendwie doch cool aus, wenn er vom Trailer kommt. So ist das immer. In grün gibt es hier Standardfarben. Das sind die gekauft. Die standardmäßigen. Ich habe sogar da vielleicht so ein bisschen dunkleres Weiß oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt dunkler ist. Ja, ist ein bisschen dunkler. Ich glaube, das nehme ich mal. Ach, fuck, ey. So. Da sieht das Ganze drum gar nicht mal so schlecht aus, weil ich kann, Rest kann ich nicht tunen. Keine irgendwie Bodykits oder so, das ist Standard. Aber das sieht schon fett aus von der Seite mit den Auspuffrohren, ey, das sieht schon Eingang, ja, Tankeingang nenne ich mal, am Fenster da, ne, hinten links, sieht schon richtig sick aus. Kann man mit arbeiten. Auf jeden Fall. Ja, das ist der Ford Focus RS 2010. Ja, im dritten Quartal, wenn ich mich jetzt nicht irre, 2015, gibt es den neuen Focus RS. Ja, den kann man, vom Look sieht er jetzt ungefähr aus wie der, den man auch im Grid Autosport fahren kann. Und ja, sieht auf jeden Fall anders aus als der Kollege. Aber der sieht schon fett aus, weil der ist ja richtig populär. Ja, den hat schon hier, ich meine, Ken Block ist den gefahren und so weiter, also, ne, die coolen Sachen hat der Ford Focus schon erlebt. Und, da würde ich sagen, das war schon mit dem Tuning, also so eine große Sache ist es natürlich nicht. Vor allem in der Rallye-Ausstattung, da musst du ja nicht so viel machen. Ich würde sagen, wir peitschen das Ding erstmal schön in der Wüste oder wo auch immer oder im Schnee erstmal schön aus. Mal gucken, was das Baby drauf hat. Das Ding bin ich noch nicht gefahren.
alles sozusagen, ich schmeiße mich selbst ins kalte Wasser, ja. Und da bin ich sehr gespannt, was das Ding drauf hat. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf dem Schotter oder auf dem Schnee. Wer weiß. Bis gleich. Und da sind wir schon auf dem Schotter. Sehr schön. Hat ein bisschen... Gar nicht mal... Doch, oh, 5 Minuten, ist das viel? Für so viel Promotion, die sie gemacht haben. Ja, 5 Minuten sind viel. Aber trotzdem, volle Lobby, sehr geil. Mal gucken, was das Baby drauf hat. Das ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsstrecken. Und da kann man hinten jetzt schon sehen, wie die Aufhängung arbeitet. Total geil. Also fährt sich schon mal gut. Man muss dann natürlich erstmal gucken. Oh, wendig ist er auch. Das ist auch sehr wichtig. Dann muss man nur noch gucken, wie die Höchstgeschwindigkeit ausschaut. Und wie er sich auch in Sprüngen verhält. Ja gut, die Gegner sind jetzt nicht so stark, aber hier geht's wirklich nur um Präsentation und Performance. Da sind mir die Gegner ehrlich gesagt jetzt auch erstmal scheißegal. Ah, da oben ist eine Abkürzung gewesen, die nehme ich aber nie. Weil die Landung ja immer total geil ist. Aber lässt sich gut fahren. Na gut, momentan ist es auch nicht so wellig. Aber er ist wendig und richtig schön zu kontrollieren, hat man gerade gemerkt. Kann man schön positionieren in der Luft. Hier ganz schön überlebt hier gerade die Ecke. Mit schönem Tempo. Gefällt mir. Man muss natürlich jetzt mal so direkt einen Vergleich so mit dem Ruf, mit dem Porsche, wie der sich macht. Das ist natürlich eine richtig fiese Ecke hier mit den Zäunen. Wenn derjenige genau schön hinter dir fährt, da kann er natürlich seinen ganzen Schwung mitnehmen, weil er ja die ganzen scheiß Zäune nicht umfahren muss. Ja, der fährt sich gut. Aber ich glaube, der ist ein Ticken langsamer als der Porsche. Der müsste wirklich... Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der Porsche, der kann der 250 halten? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der ist langsamer. Der Ford. Aber er hat gute Stärken in der, in den Kurven. Dann kannst du richtig schön reinwerfen. Und kommt auch nicht direkt mit dem Heck, sondern ist schön zu kontrollieren. Also schon mal nicht schlecht, das Fahrzeug. Definitiv. Ja, dass wir jetzt Erster geworden sind, ist es egal. Wichtig ist, dass wir herausfinden, wie die Performance vom Fahrzeug ist. Und die ist wirklich gut. Und wir sehen uns gleich im zweiten Rennen. Zweites Rennen. Auch einer meiner Lieblingsstrecken. Die gefällt mir hier richtig gut. Leider sind wir ein bisschen dezimiert. Aber naja, ist eben so. Auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Gibt auch ein paar Sprünge, wenn ich mich nicht täusche. Aber mir gefällt ja total, wie die Aufhängung hinten arbeitet. Richtig geil. Ja, Landung war auch nicht schlecht. Kann natürlich auch nur Zufall gewesen sein. Da müssen wir natürlich ein paar Mal mehr springen. Man kann jetzt rechts springen, mache ich aber nicht.
was wirklich zu viel... Ui. Zu viel Zeit frisst. Oh, dann gut gerettet mit dem Fahrzeug. Außenrum... Damit man die Zäune nicht mitnimmt. Kostet auch keine Zeit, obwohl der Weg doch schon ziemlich lang war. Aber du verlierst einfach so viel Geschwindigkeit, weil du so, glaube ich, zwei Wellen von den Geländern umrempeln musst. Und das tut nicht Not. Und hier kannst du den Schwung schön mitnehmen. Das ist schon ziemlich geil. Ja, also ich bin total zufrieden mit dem Fahrzeug. Ich bleibe aber trotzdem bei der Meinung, dass der Wagen doch ein bisschen langsamer ist. Aber cool ist er. Definitiv. Ja, wenn er so ein bisschen... wenn ihr merkt, dass er so ein bisschen außer Kontrolle gerät, dann vom Gas gehen, kontrollieren und dann so früh wie es geht wieder aufs Gas treten. Damit ihr bloß keine Zeit verliert, weil... Auch wenn ihr vielleicht richtig schön gerade landet, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr, sag ich jetzt mal, 2 Zehntel oder eine halbe Sekunde später geradeaus weiterfahren könnt. Das kann sein, dass er euch irgendwie so nach links zieht oder weiß ich was. Und habt ein fettes Problem, ne? Gerade wenn ihr dann auch noch im Hardcore-Modus spielt, fördert das Ganze dann nochmal diese Instabilität, ne? Gibt es das Wort Instabilität? Ja, ich glaube schon. Instabil. Gut. Ich bin wirklich begeistert. Ihr könnt euch den Wagen absolut gönnen. Der ist richtig gut. Ein Rennen gebe ich euch noch und dann kommen wir dann zum kurzen Fazit. Bis gleich. Kommen wir zum dritten und letzten Rennen mit dem Ford Focus in der Rally Edition. Im Englischen, im Raid. Und das ist jetzt eine etwas längere Rally. Ach, die gefällt mir richtig gut. Erstmal schön fett bergab. Und dann schön 17 Tore zu durchfahren. Herrlich. Schöner Abschluss. Ja, bis jetzt voll am Limit gefahren und keinen Fehler gemacht. Das spricht schon mal für den Wagen. Also ich habe jetzt mit dem Ruf, habe ich jetzt auch nicht so die krassen Probleme gehabt. Aber ich finde den Ford wendiger. Der Ford ist definitiv wendiger. Die Frage ist... inwiefern du oder wie oft du die Wendigkeit benutzt. Klingt es vielleicht ein bisschen bescheuert, der Satz, aber zum Beispiel, wenn wir eine Kurve gerade so anfahren, kann das besser erklären. Jetzt geht's ein bisschen. Zum Beispiel hier, ne? Wenn ihr gerade hier so rum, zack, zack, ne? Links, rechts, bist du mit dem Ford natürlich super agil. Und der Porsche, also beziehungsweise der Ruf, der ist ja sehr ruhig. Du merkst, wenn du lenkst, richtig den Grip und der hat so ein etwas Untersteuern. Er kommt nicht perfekt so um die Kurve, sondern er zieht ihn so ein bisschen nach außen. Und wenn du dann tatsächlich nicht so ideal um die Kurven zickzack fahren kannst, wie mit dem Ford, kann das sein, dass du vom Gas gehen musst, dass du vielleicht eventuell sogar bremsen musst und. Und dann muss man gucken, verlierst du Zeit? Oder verlierst Zeit, gewinnst woanders Zeit und hast dann Zeit X? Oder du fährst mit dem Fokus, gewinnst dann irgendwo Zeit in den Kurven, verlierst aber in Bereich X irgendwie eine bestimmte Zeit? Und was hast du dann insgesamt für eine Zeit im Vergleich zum Ruf? Das ist natürlich sehr schwer zu berechnen hier in der Rallye. Aber ich musste mal ganz genau gucken,
wie der Tempounterschied zwischen dem Ruf und dem Ford ist. Aber wenn du hier echt tatsächlich... Also mit dem Porsche bist du dauerhaft im vierten Gang, im Anschlag. Die Frage ist nur, was für eine Geschwindigkeit. Ihr könnt ja die Ruf 3400K Folge sich euch anschauen. Da fahre ich sogar dieselbe Strecke hier. Und dann könnt ihr euch mal eben das Tacho da anschauen und dann seht ihr auch die Geschwindigkeit vom Fahrzeug. Da könnt ihr euch direkt die Stats anschauen und dann ja selbst vergleichen, ob das nun schneller ist oder nicht. Und dann müsst ihr halt vom Gefühl her irgendwie selbst zurechtkommen. Ich denke mal, hier wäre der Porsche ideal, weil du wirklich permanent über 230 fährst. Und das passt dann schon echt gut. Aber dann musst du halt eben gucken. In der Rallye kannst du sehr, sehr schnell Fehler machen. Aber dafür hast du auch sehr, sehr oft, wenn du gut fährst oder wenn du einen guten Gegner hast und du gut mitfahren kannst, hast du halt auch sehr oft und sehr lange Windschatten. Das darf man nicht vergessen. Und da kannst du die richtig schön ransaugen und dann musst du halt im richtigen Moment zuschlagen. Aber insgesamt ist das Fahrzeug wirklich sehr schön, lässt sich sehr smooth fahren, bedeutet sehr ruhig, sehr kontrolliert, du merkst die Lenkung, das ist sehr wichtig. Er sieht schnieke aus, du siehst hinten die Aufhängung arbeiten, also eine Fehlinvestition ist das definitiv nicht, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und ja, die Frage ist, was setzt sich durch? Setzt sich der Ruf, der wirklich permanent gut ist, oder eben hier der neue Spec? Weiß man nicht, aber ich werde ihn jetzt erstmal eine Weile testen. Aber ich bedanke mich selbstverständlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem neuen Video und haut rein!